Oh. Herzlich willkommen am Servicepoint der Deutschen Bahn. Herr Tag. Mein Name ist Marc Kevin Metzger. Was kann ich für Sie tun? Ich suche da die Toilette. Ah ja. Aber dringend. Bevor ich Ihr Anliegen bearbeiten kann, muss ich Sie auf etwas Dringendes hinweisen. Ja, dann mach es aber. Auskünfte am Servicepoint der Deutschen Bahn sind kostenpflichtig, sollte der Kunde kein Ticket bei der Deutschen Bahn erwerben. Aha. Kommt es allerdings zum Ticketkauf, so ist mein Service für Sie gänzlich kostenlos. Also Sie meinen jetzt, also allen steht, ich muss mir da jetzt eine Fahrkarte kaufen, damit ich dann auf die Toilette gehen kann. Sie bekommen selbstverständlich sämtliche Serviceleistungen der Deutschen Bahn auch rund um die Uhr kostenlos auf unserer Internetseite und über die Deutsche Bahn. Also Sie, ich will weder online Bahn fahren, noch online urinieren. So. Sondern ich muss aufs Klo, ganz schnell. Einfach so. Wenn Sie selbst kein Ticket erwerben wollen, dann können Sie auch anderen mit einem Geschenkgutschein der Deutschen Bahn eine große Freude bereiten. Also Sie, ich will niemand anderen aufs Klo schicken, ne? Ah, wie Sie wünschen. Ich muss selber dahin, einfach so, ohne Fahrkarte. Verstehen Sie das? Für Alleinreisende kann ich Ihnen etwas ganz Besonderes anbieten. Naja. Wie wäre es mit unserem Hochgebirgs-Single-Wellness-Weekend-Kombi-Ticket für eine Reise zum Adler? Also Sie, ich will doch nicht zum Adler reisen. Ich will aufs Ätscher. Verzeihen Sie, Flüssigkeitszufuhr. Man will ja nicht austrocknen. Nein. Möchten Sie auch? Na, danke. Wenn Sie 3 Tage buchen, dürfen Sie sich 5 Nächte dort aufhalten. Also ich will mich dort aber allerhöchstens 3 Minuten aufhalten, ne? Wenn Sie unser All-Inclusive-Paket buchen, stellt Ihnen die Deutsche Bahn Anton zur Verfügung. Anton? Unser ausgebildeter Wellness-Guide. So. Er wird Sie auf Schritt und Tritt begleiten und die lästigen Geschäfte für Sie in die Hand nehmen. Also ich nehme meine Geschäfte noch immer selbst in die Hand, ne? Und jetzt mache ich es. Eilig. Schon gut. Möchten Sie wirklich nicht? Nein. Sollten Sie aber, trinken hält fit. Die Ärzte empfehlen 2 bis 3 Liter täglich. Ich hab's jetzt aber eilig. Einige Fahrgäste bitten wir Verständnis, da unsere Hochgeschwindigkeitszüge zurzeit fast komplett stillstehen. Bei uns läuft leider im Moment gar nichts mehr. Du, dafür läuft bei mir jetzt gleich was. Wenn Sie mir jetzt nicht sofort sagen, wo ich durchs Klo finde, verstehen Sie das? Unsere Hochgeschwindigkeitszüge sind besonders störanfällig bei Erschütterungen. Nicht bloß die, ich. Wegen ihrer komplizierten Neigetechnik. Also meine Neigetechnik, die ist schon lang ausgefallen. Und wenn Sie mir jetzt nicht endlich mal zeigen, wo das Klo ist, verstehen Sie das jetzt mal endlich? Wir verstehen alle Wünsche unserer Kunden. Sicher? Sicherheit geht bei der Deutschen Bahn über alles. Ach, so. Deshalb untersuchen unsere Experten zurzeit sämtliche Haarrisse und bauen überall dort, wo es nötig ist, neue Dichtung ein. Sie bauen Dichtungen ein? Wir bauen Dichtung ein. Danke. Zu spät. Thank you for puttering with Deutsche Bahn. Goodbye and good night.